Mistkerl! Komm ruhig! Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Bist du da oben? Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, das ist Matteo.
Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten.
Schützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Dafür sorgen, dass er sie erreicht. Dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten.
gut. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Feuer!
rettete den letzten Mann. Aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Sie visierten Matthäus' Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein.